Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paderborn Beziehungscoach, Psychologe. Ich bin in Essen. Nice Lesung aus meinen Büchern. Vielleicht hast du auch Lust dazu kommen. Wird scheinbar größte Lesung ever. Und im Unperfekthaus packt ihr den Link hier mal drunter. Und heute wollte ich mal was sagen zu der Frage: Gibt es so den einen richtigen Partner für mich oder Partnerin? Also wo ich ein Riesenproblem habe, ist dieser ganze Gehirnwäsche da rund um Soulmates, also Seelenverwandte, wo, wenn es so um den Bereich geht, toxische Beziehungen, weil es gibt wirklich so in dem, so sagen wir mal, spirituellen Bereich, gibt es wirklich so eine ganze Fraktion, die ihre toxischen Beziehungen bearbeiten, aber nicht so, wie wir das machen hier, sondern unter dem Aspekt, ja, das ist mein Seelenverwandter und ich muss auf meinen Bindungsängstler eben noch 10 Jahre warten oder muss mir noch einen Drecksdreieck reinziehen und bla bla bla. Und es wird dann so verbrämt mit, das ist mein Seelenverwandter, während es einfach psychologische Prozesse sind, die einen so ein bisschen, ja, ab oder die eigene Bindungsangst, die einen da hängen lässt in diesen Beziehungen, die unnötig Partner auf den Podest stellt. Also das, also so eine Art von richtigen Partner, ja, also vor allem jetzt eine toxische Beziehung oft ist, kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. So, auf der anderen Seite wird ja viel gesagt, was ich auch oft sage, dass klar, Medien, Hollywood, diese Hollywood-Filme, Disney, ja, propagieren ja viel so dieses romantische Narrativ, was einen auch oft hält in toxischen Beziehungen, weil dieses romantische Narrativ häufig am Anfang von auch schlechten Beziehungen, wenn eben diese ganzen Hormone so reinkicken, diese Verliebtheitshormone, dann scheint man das so zu haben und wir alle haben so ein Liebessuchtsystem im Kopf, ne? Der eine mehr, der andere weniger. Und also diese Verliebtheitsphase so gleichzusetzen mit, das hätte ich aber gern jeden Tag und ich hätte gern den Partner, mit dem ich so jeden Tag verliebt sein kann, das halte ich auch für weitgehend hochproblematischen Glaubenssatz, wo du auch so einer Möhre hinterher rennst, die du vielleicht nie finden wirst, so, ne? Aber ich bin tatsächlich jemand, der, ich würde jetzt nicht sagen, also dieser ganze Spruch ist egal, wen du heiratest, also lieb dich selbst, egal wen du heiratest, halte ich für kompletten Quatsch, weil das Match spielt eine Riesenrolle. Und ich bin tatsächlich jemand, der sagt, es gibt gute Matches. Es gibt gute Matches im Leben, also nicht nur zu einer Person, aber für viele doch in der Regel zu einer begrenzten Anzahl von Personen. Es gibt tatsächlich hochwertige, ohne jetzt, dass das eine allgemeine Wertung ist, aber für dich persönlich hochwertige Matches, die einfach gut funktionieren. Und es gibt, kriege ich auch immer mal ab und zu mit, es gibt Leute, die wirklich sagen, sie lieben ihren Partner auch im Alter noch wie, also die sind nicht so verliebt, aber sie lieben ihren Partner noch wie in der ersten Zeit und schreiben sich immer noch Liebesbriefe. Das gibt es. Und das sind dann einfach super hochwertige Matches und die kommen nicht oft ins Leben. So, ne? Das heißt, ich sage natürlich oft, wenn ich hier so Mails vorlese von, ja, meistens, die mir schreiben, sind ja in doch wirklich ganz problematischen oder toxischen Zusammenhängen. Natürlich sage ich da oft, komm, was willst du damit? Weil ich es wirklich nicht sehe. Was soll man damit, ne? Mit einer Partnerschaft, die einen nur fertig macht. Aber natürlich gibt es hochwertige Matches, Menschen, die einen wirklich unterstützen, die einem gut tun, die bindungssicher sind. Und dann sollte man sich schon überlegen, ob man nur, weil man, ich erinnere mal mein letztes Video zum Dopamin, wenn man ein bisschen dopaminsüchtig ist und oder thrillsüchtig ist oder es einfach nicht aushalten kann, dass es mal gut läuft nach schon der beschissenen Kindheit und alles. Da sollte man sich schon überlegen, ob man das dann wegschmeißt, nur für neues Drama und nur weil man so Drama und so gewöhnt ist. Ne? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das gilt auch für Freundschaften. Ne? Freundschaften, da kommen vielleicht alle
5 bis 10 Jahre kommt vielleicht wirklich ein hochwertiger, neuer Freund in dein Leben und das ist wirklich, sollte man wirklich wertschätzen, dankbar sein, das Pflänzchen wässern und sich da auch mal wirklich reinhängen, wenn man merkt, ey, das ist jetzt wirklich was Besonderes, weil ich bin schon der Meinung, es gibt vielleicht nicht nur diesen einen Menschen, mit dem wir glücklich werden können, aber ich glaube tatsächlich, dass es wenige Menschen gibt, mit denen man so richtig klickt, wo es so richtig passt, wo man sich wirklich gemeinsam weiterentwickeln kann, gemeinsam ja, so einen Bewusstseinsweg vielleicht sogar beschreiten kann. Da gibt es wirklich nicht viele von und die sollte man sich vielleicht dann doch schon warm halten, zumindest dankbar sein, dass es da ist und nicht leichtfertig vor die Hunde gehen lassen, nur damit man wieder seinen toxischen Dopaminscheiß haben kann. So, ne? Ja, wie seht ihr das? Freue mich über eure Meinung dazu. Genau. Hoffe, wir sehen uns in Essen. Ich weiß nicht, ob es noch eine weitere Lesung geben wird. Ich sitze auch schon an meinem vierten Buch jetzt über Polarität. Und was es wahrscheinlich noch geben wird, aber da suchen wir auch weiter Locations. Also wenn ihr Locations kennt, also was es geben soll, ist eine libysche Party Ende des Jahres. Wenn ihr in einer etwas größeren Stadt persönlich gute Locations kennt, das ist wahnsinnig schwierig. Gerade so für diese mittlere Größe, die wir so brauchen. Ja, Locations, also auf was sich scheinbar häufig eignet, sind so, weiß ich nicht, Bars oder Jazzclubs, wo ihr vielleicht auch noch jemand persönlich kennt, weil häufig, wenn man die so ganz mieten muss, sind sie auch wieder völlig astronomisch teuer. Also wenn ihr persönlich, auch vielleicht mit Ansprechpartner, Sachen kennt, wo man so eine Liebeship-Party machen könnte mit, weiß ich nicht, wo man 100 plus Leute unterkriegt und das nicht irgendwie, weiß ich nicht, viele tausend Euro kostet. Ja, dann schreibt uns gerne an Support Liebeship und wir sehen uns bald wieder.